Und damit willkommen zurück hier zu einer neuen Susi-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's in der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr wieder da seid. Ja, wir sind heute mal unterwegs mit einem Regionalexpress und ich werde das Ganze jetzt einstellen. Ihr seht das ja eh, was da jetzt gleich aufploppt. Deswegen werden wir jetzt mal hier Zug. Und wir sind heute die 57.011. So sieht unser Plan aus. Und RE, da sehen wir es. Und zwar fahren wir heute von Herbertshofen nach... Lasst mich mal jetzt lügen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Nach Gersthofen. Das genau ist unser Ziel heute. Dauert nicht allzu lang. Fahren das Ganze heute mit dem Triebfahrzeug 440F. Und ja, aufgegleist werden wir um 6:34 Uhr. Von daher würde ich sagen, wir jumpen mal vor, lassen uns aufgleisen und hoffen, dass wir jetzt die nächsten Haltestellen hier ohne Probleme hier abfahren können. Von daher springen wir mal ein bisschen. Jetzt wird es auch ein bisschen heller dadurch. Ne? Jetzt seht ihr dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Will euch natürlich nicht ärgern, wenn ihr hier das Ganze hier... Er sagt immer selber Bescheid. Ne? So, Türe auf. Geht das? Türe ist nicht offen. So, das ist aber komischerweise kein... Was ist das? Das ist kein 440. Warum ist das so? So, 35 ist Abfahrt. Das ist ein bisschen schade. So, 100, nee, 14. Das 14.3 oder sowas, ne? Ja. Mr. Heinz Langweid könnte natürlich hier den Mozart sprechen lassen. Ja, komisch, warum in der Aufgabenbeschreibung hier ein ganz anderer Zug aufgelistet wird. Und da kommt unser Bahnsteig. Nächster Halt. Langenweid. Ein bisschen langsam reingerollt. Aber lieber so.
als anders. So, die Türen sind offen. Alles einsteigen, bitte. Das ist cool, dass sie das jetzt hier so langsam auch integrieren, dass du jetzt nicht nur über Tastenbefehle das Ganze machen kannst, sondern dass du jetzt halt auch wirklich schon die ganzen Knöpfe teilweise schon in dem Dashboard jetzt halt benutzen kannst. Also du musst jetzt nicht mal irgendwie welche Tasten auswendig kennen oder sowas. Also das finde ich ist eine coole Sache. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass ich zum Beispiel gar nicht diesen Buchfahrplan einblenden lassen müsste, weil der ist hier schon komplett integriert. Ja, also das ist schon eine coole Sache. So, na denn. So, der nächste Halt ist 11,3. Sehe ich das richtig? Ja, 11,3. Das zum Beispiel, das sind schon so Sachen, die schon echt Spaß machen, ja. So S-Bahn oder sowas. Jetzt hier noch so ein Berliner Setting drin. Ich wäre hin und weg. So, nächster Halt, Gablingen. So, Türen auf, alles einsteigen bitte. Wir haben keine Verspätung. Wundervoll. Obwohl wir hier so langsam echt reinfahren, ja, haben wir keine Verspätung. Läuft, läuft, läuft. So, nächste Zeit ist dann schon Gersthofen. Da ist dann auch schon wieder Endhaltestelle. Wahnsinn. Also die Zeit verrennt manchmal wie im Fluge, wirklich. Und wenn es immer läuft, weißt du, dann macht das schon echt Spaß. Also dann kannst du zusehen. Aber manchmal hast du dann immer dann so, kommt alles auf einmal, so wie der Phase es ja letztes Mal schon richtig erraten hatte. Jetzt kommt alles auf einmal und das kam halt wirklich alles auf einmal, ja. So, 6,7.
Spagat. Rotes Signal. So, und wir sind wieder pünktlich. Pünktlich wie die Maurer. So muss das sein. 6.44 Uhr, das stimmt hier aber allerdings nicht so. Abfahrt ist 6.45 Uhr. Komisch. Aber er zeigt auf jeden Fall keine Verspätung an. Mysteriös. Und von daher ist eigentlich alles in Butter hier. Ja, also ihr seht selber, ne? Also Zusi ist schon eine verdammt gute Simulation. Macht schon Spaß. Kann man absolut empfehlen, wie gesagt. Hier bei Games Planet könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da könnt ihr das kaufen. Das ist die sogenannte Steam Edition. Absolut empfehlenswert. Also wenn ihr keinen Bock mehr auf Dings habt, auf den Train Simulator oder sowas, dann ist Zusi eure Wahl. So, hier ist zu Ende. So. Gucken, passiert jetzt hier irgendwas? Ja, komm! War doch gar nichts. Flippt gleich komplett aus. Nee, gut, schade. Wir können sie jetzt halt unterbrechen, die Simulation, aber das ist jetzt wohl oder übel jetzt nicht so geil. Aber naja, gut, dann ist das, wie gesagt, heute unsere Aufgabe. Allerdings, wie gesagt, mit einem Zug, der so nicht sein sollte. Jetzt bekommen wir.
Fazit nicht erreicht. Interessant. Verspätung. Oh, wir haben keinmal die Türfreigabe vergessen. Wir haben eine Zwangsbremse durch Zugsicherung. Wir haben ein Ergebnis von 38%. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also manchmal ist diese Auswertung echt unter allerster Kanone. Also weiß ich auch immer nicht, was ich denn dazu sagen soll. Nun gut, Leute, das war es wieder von einer weiteren Zusi-Folge. Ich hoffe, wie gesagt, dass es trotzdem, auch wenn wir jetzt hier so ein komisches Ergebnis haben, trotzdem in Ordnung war. Dass wir sind eigentlich gut durchgekommen, ohne Zwangsbremsung und Türfreigabe und hier und da und eigentlich alles perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt einen Like da lassen, ne, damit ich weiß, dass ihr davon mehr sehen wollt. Oder schreibt es auch in die Kommentare, dass ihr davon mehr sehen möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge zu sie eventuell. Oder mal wieder den Train-Simulator. Müssen wir mal gucken, wie sich das immer so ergibt. Das ist bei mir immer echt launabbedingt. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Wenn ihr mal einfach mal keinen Bock habt auf den Train-Simulator, dann... Ihr habt einfach keinen Bock auf den Transformator. So ist es. So läuft es bei mir hier auch. Nicht anders. Gut, ich verabschiede mich, bedanke mich. Tschüss.